Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastukova, Partner Vermittlung Ukraine. Natalia, wir sind jetzt in Kiew. War jemand schon von Ihnen im Botanischen Garten in Kiew? Wir wohnen jetzt im Moment im Hotel City und das ist eigentlich hier so alles ziemlich zentral. Ich gehe mit Ihnen jetzt bummeln. Und dann haben Sie schon heute mit mir den Botanischen Garten hier in Kiew besucht. Hinter mir sehen Sie das rote Gebäude, ist Universität, Schewtschenko-Universität. Und da hinten ist noch der Park, vielleicht gehen wir noch dahin. Aber heute bummeln wir hier im Botanischen Garten und ich erzähle Ihnen über das Thema, aktuelles Thema. Die Frau erzählt uns, der kümmert sich um mich nicht, der sorgt sich um mich nicht, der unterstützt mich nicht, deswegen habe ich das Gefühl, der liebt mich nicht. Deswegen werden wir hier heute darüber ein bisschen reden und ich erzähle Ihnen, was ich dazu sage. Und das gilt natürlich auch auch meine Kunden, die zum Beispiel, hier sehen Sie auch sehr schöner Garten, können Sie mal, hier da hinten ist bei uns Hilton Hotel. Ibis hier auch liegt so ganz nah, da können Sie hier alles so schön alles natürlich im Sommer sehen. Wir haben jetzt Frühling und die Menschen laufen hier alle, freuen sich. Ja, die Kiew, ne, die hatten natürlich schon alles Lockdown vorbei. Ukrainer, die hatten gerade Lockdown 3 Wochen oder 4 Wochen. Dann haben sie gesagt, das reicht uns, möchten wir das nicht mehr haben. Und deswegen haben sie das beendet. Jetzt haben wir alles schön hier offen, frei und man kann alles essen, was man will, überall gehen, wo man hin will. Ne? Gut, Unterstützung und Hilfe. Das ist auch, gilt für meine Kunden auch natürlich, nicht, aber auch für alle Männer, ja, die auf der Suche sind und damit sie wissen, wie ukrainische Frau oder russische Frau so tickt. Und wenn alles wunderbar war und sah eigentlich super perfekt aus und auf einmal ändert sie sich und dann irgendwie zieht sich zurück und dann, wir machen Folgendes, wir fangen damit an. Es geht jetzt um eine gute Frau, keine Betrügerin, ja? Keine, die da wirklich Geld abziehen will. Und wie kann man hier unterscheiden, damit man die Gute wirklich eigentlich unterstützt und zeigt, dass sie Interesse haben und ausschließt, dass die Frau sie ausnutzt. Hier ist ja so ein delikates Thema, muss man unglaublich gutes Feingefühl haben. Also wir nehmen an, Sie haben eine tolle Frau kennengelernt. Gute Frau und sie liebte sie und sie waren beim Treffen hier und sie haben die Frau getroffen und alles wunderbar und dann fliegen sie zurück und die Frau zieht sich einfach zurück und irgendwie ändert sie sich im Verhalten in Beziehung zu ihnen und sie verstehen nicht, was haben sie so Falsches gemacht, was haben sie Falsches gesagt, sie wissen gar nicht, warum ist es so. Und dann erzählen mir die Frauen Folgendes. Weißt du, Natalia, war alles wunderbar und er ist ja so ein toller Mann und ich habe mich verliebt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er mich liebt. Der denkt nur an sich, der erzählt, wie schön ist es ihm geht, was für ein tolles Leben er führt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er überhaupt was bereit ist, für mich zu machen. Wir gehen jetzt in eine andere Richtung, weil ich sehe, hier ist ein schöner Park, aber ich wollte Ihnen ein bisschen mehr zeigen. Und er sagt, und die sagt mir, die Frau, ich habe nicht das Gefühl, dass er so an mich denkt und etwas bereit ist für mich zu machen. Deswegen möchte ich mal mit dir reden, was soll ich jetzt tun, ob er überhaupt nur Spaß gesucht hat oder bin ich für ihn interessant als eine Persönlichkeit oder möchte er nur einfach so sich mit mir treffen und amüsieren, weil ich habe ein schweres Leben, ich habe wirklich viel um die Ohren, ich habe wirklich viele Ausgaben und sowas und er führt ein wunderschönes Leben. Es geht darum, ja? Wann hat diese Frau solche Gedanken? Und er führt ein schönes Leben, aber so wenn er kommt, bekomme ich keine Geschenke, der bringt mir gar nichts. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich habe dann dieses Problem oder hier Problem, da reagiert er gar nicht darauf, ignoriert das und als ob das ihm gar nicht geht. Und was soll ich jetzt tun? Und die Frau ist unglücklich, die möchte den Mann nicht verlieren, die liebt den Mann, die ist aber unglücklich und die weiß nicht, wie sie in dieser Situation reagieren soll und was soll sie zum Beispiel überhaupt jetzt tun. Und wie soll der Mann erstmal, was soll der Mann erstmal tun? Ja, das ist natürlich Folgendes. Hier zum Beispiel aus meiner Sicht, was ich der Frau anbiete und vorschlage, was ich
das ist, was ich ihr empfehle. Da sage ich, du musst einfach versuchen, mit dem Mann direkt zu reden. Ja, du bringt nichts, dass du dich zurückziehst und sauer bist oder traurig bist. Du musst versuchen, mit dem Mann zu reden und ihm sagen, was du dazu denkst, aber so ganz vorsichtig und erklären, dass bei uns zum Beispiel ist es tatsächlich, der Mann kümmert sich um die Frau und wenn man ein Paar ist, dann gibt er der Frau bestimmte Unterstützung. Ja, dann ist das natürlich der Punkt, wann ist man ein Paar, wann ist die Frau tatsächlich, wann erwartet die Frau diese Unterstützung und wann gibt der Mann der Frau diese Unterstützung, wann ist man dieser Punkt. Ne? Ich würde sagen, da kann man das einfach merken, wenn die beiden Sex miteinander haben, dann sind sie ein Paar. Dann ist das schon endgültig, sind sie ein Paar. Ja? Oder der betrachtet sie nur einfach so, als Mädchen zum einfach Spaß. Dann sind sie natürlich aus seiner Sicht nicht ein Paar und dann hat die Frau natürlich Angst, so ein für Spaß nur dabei zu sein, weil das natürlich jede Frau will natürlich so eine einzige sein und ja, nicht, auf jeden Fall nicht für Spaß für diesen Mann sein. Und aber natürlich damit, wenn sie zum Beispiel diese Frau nicht nur für Spaß haben wollen, sondern tatsächlich der Frau dieses Zeichen geben wollen, dass sie für sie wichtig ist, dann ja, dann erwartet die Frau, dass sie sich interessieren für das Leben der Frau und dass sie ihr dieses Zeichen geben, dass sie der Mann ist, sind, der tatsächlich bereit ist, für die Frau mehr zu tun. Mehr zu tun und sie auch in diesem Alltag unterstützen und ihr diese Hilfe natürlich geben. Ja? Hier gibt es natürlich folgendes Problem. Wann können Sie zum Beispiel auch tatsächlich so sicher sein? Wie können Sie sicher sein? Und inwieweit können Sie die Frau unterstützen? Hier muss man auch Feingefühl haben. Zuerst, wir sind ein Paar. Ne? Das ist auch hängt davon, wie schnell haben Sie die Beziehungen entwickelt. Es gibt natürlich die, die über WhatsApp dann, wie ich schon gesagt habe, diese virtuellen Sex erlebt haben und für sie eigentlich ist das überhaupt noch kein Grund, die Frau zu unterstützen, weil sie tatsächlich irgendwie nur 2-3 Wochen zusammen sind, erst vor 2-3 Wochen sich kennengelernt haben und dann denken sie, warum soll ich sie unterstützen hier so früh? Ne? Aber für die Frauen, sie haben dann schon so viel erlebt miteinander und die Frau hat jetzt im Moment tatsächlich Angst, wo sie denkt, ah, der nutzt mich nur aus, der nutzt mich jetzt nur aus, weil er wirklich sich nicht für mich interessiert. Und dann ist das tatsächlich so, man muss irgendwas tun. Ne? Was können Sie tun, damit Sie nicht in diese Nische fallen, also virtueller Sex, das sind, so haben sie erlebt mit einer Frau, das war, ihnen hat Spaß gemacht, die Frau hat aber Erwartungen aufgebaut, Erwartungen, wo sie sagte, oh, jetzt zum Beispiel, jetzt ist es soweit, er muss mir helfen, ja, das sind diese Erwartungen. Und guck mal, da hier so, alle skieren, ne? Die sind alle jetzt hier im Park. Ja, schauen wir gehen weiter und gucken noch mehr. Gut, und die Frau denkt, wir sind ein Paar, auch nach 2 Wochen. Wir hatten Sex, so, wir gehören zusammen, wir sind so wie eine Familie. Sie denken, wir sind nur 2 Wochen zusammen. Das gar nichts, bedeutet gar nichts. Und deswegen, das ist diese Gefahr dieser schnellen Kommunikation. Weil die Frau sagte, ja gut, der will nur Spaß. Und sie denken, ja, welche Erwartungen kann sie überhaupt haben? Wir kennen uns überhaupt nicht. Ja, wir haben da uns nur gerade jetzt Kontakt aufgenommen miteinander. Und dann... Wenn sie sich verliebt haben, sie waren zum Beispiel in der Ukraine und auch nach 2 oder 3 Wochen, sie finden die Frau so toll und sie wollen den Kontakt aufbauen, dann müssen sie bereit sein, tatsächlich die Frauen zu unterstützen. Dann müssen sie zeigen, sie ist ihnen nicht egal. Wie heißt das unterstützen? Auf jeden Fall Geschenke erwartet die Frau. Das kann natürlich, das muss nicht ein Buch sein, sondern ein bisschen mehr muss sein. Ja, schauen Sie, was hier die Frauen machen. Die fotografieren sich alle so schön. Hier sind schöne Frauen. Sie fragen, wo sind diese schönen Frauen in der Ukraine? Alle hier. Das sind, wenn sie ukrainische Sänger. Da ist ja Kiew. Ne? Kiew.
Also, Geschenke, ne? Ein Buch für eine Frau zu bringen, ist zu wenig. Deswegen, wenn Sie zum Beispiel wollen, langsamere Beziehungen zu entwickeln, da hinter mir sehen Sie Hilton und das Botanische Garten. Ne? Wenn Sie wollen, ich bin noch nicht bereit für Geschenke, dann bremsen Sie den Ablauf der Kommunikation. Dann treiben Sie nicht in die Höhe, weil Sie, gerade die Männer, die machen dann irgendwie so spaßigerweise, flirten so, dass sie dann schon erleben, Spaß, Spaß, Spaß. Aber wenn die Frau sagte, ja guck mal, der auf den Worten ist er so Weltmeister, aber ich sage zum Beispiel, bei mir ist irgendwas kaputt, dann ignoriert er auf einmal. Der braucht nur Spaß, er lebt sein wunderschönes Leben und mich braucht er für Spaß. Das muss nicht passieren, weil die Frau kann wirklich super tolle Frau sein und die hat Interesse an sie, sie will sie heiraten und dann, sie haben dann irgendwie falsche Signale gegeben und ihre Signale haben sie nicht verstanden und das ist traurig. Das darf nicht passieren. So, liebe Männer, was machen wir hier? Was machen wir hier? Sie müssen der Frau zeigen, dass sie für sie interessant ist, die Frau. Ja, Sie müssen das zeigen. Denken Sie nach, inwieweit können Sie die Frau unterstützen, wenn Sie dieser Frau Beziehung aufbauen wollen. Das heißt, Sie gucken, was Sie bereit sind für die Frau zu tun. Sie müssen nicht unbedingt diese Verbindlichkeiten in regelmäßigen Zeitabständen angehen. Das heißt, wenn Sie beginnen, zum Beispiel der Frau zu sagen, weißt du was, ich kann dich gerne, würde ich dich unterstützen, was viele machen schon, und dann sagen Sie, so zum Beispiel jeden Monat gebe ich dir 300 Euro. Dann kann es Folgendes passieren, die Frau wird sich freuen, wird sich auf Dauer der Zukunft auf diese 300 Euro freuen und sagt, ach wie schön, da kann ich jeden Monat das Geld kassieren und sie wird dann mit ihnen natürlich nicht offen über die Beziehungen reden, sondern die wird natürlich versuchen, diese Geldeinnahmen zu behalten und am besten noch vergrößern. Deswegen diese ständige Verbindlichkeiten würde ich nicht machen, sondern ich würde tatsächlich der Frau aber zeigen, dass sie für die Frau da sind und in den Möglichkeiten, die sie überhaupt sich leisten können, der Frau ab und zu natürlich irgendwelche Hilfe anbieten. Zum Beispiel, da gehen wir ein bisschen hören, ne? Hier werde ich ein bisschen schweigen, dann können Sie was Schönes hören. Botanischer Garten. Aber wir machen ich mache mit Ihnen einen kleinen Ausflug hier. Dann sind Sie jetzt mit mir in die Ukraine geflogen, alle zusammen. So, was haben wir hier? Alles Kunst, 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 liebe Männer. Alle hierher, alle hierher. Hier ist alles gut. Können wir Schach spielen? Also, diese Verbindlichkeiten, wo regelmäßig jeden Monat Geld geben, würde ich nicht machen. Sonst kann die Frau, hatte ich auch schon erlebt in diesen 20 Jahren, dann sehen die Frauen, werden ihnen dann weiter schreiben und selber Zeit in die Länge ziehen und ihnen Zeit nehmen. Aber sie wird nicht ihnen sagen, weißt du, du bist aber doch nicht optimal für mich, weil sie sieht, ja, verliere ich 300 Euro im Monat, da bin ich ja dumm. Macht sie nicht. Deswegen, wenn sie aber sich interessieren jeden Monat und gucken, was die Frau macht. Und dann, wenn sie sich beschwert irgendwie, hat sie Probleme da oder da, dann bitten sie ihre Hilfe an. Dann bitten sie ihre Hilfe an, dann schicken sie ihr Blumen und dann schicken sie ihr regelmäßig Geschenke, wenn sie zu ihr fliegen. Jeder so, wie er kann. Wenn sie zum Beispiel 20 Euro dafür geben können, machen sie das. Wenn sie 50 Euro, machen sie das. Die 200 machen können, machen sie das. Jeder in seinen Möglichkeiten. Aber das ist sinnvolle Investitionen, wenn sie die Frau tatsächlich ernst nehmen und das lohnt sich, weil die Frauen, das sind die Erwartungen der Frauen. Ja? Der Mann kümmert sich, der Mann sorgt sich um seine Frau und das Leben der Frau ist es ihm nicht egal. Und wenn die beiden Sex haben miteinander, wenn sie dann durch WhatsApp das in 2 Wochen schon alles erlebt haben, dann haben sie das schon, egal virtuell oder real. Aber das war ihr Weg, den sie gegangen haben, dann stehen sie auch gerade dafür. Die Frau will, dass der Mann sie unterstützt, interessieren sie sich für ihre Frau und geben sie ihr diese Unterstützung. Und gucken sie, wie geht es dir, was macht dann dies oder das, Job. Ja, und natürlich machen sie weitere Pläne und Schritt für Schritt planen sie mit der Frau, wie es weitergehen wird. Und
damit die Frau sieht, sie schicken dann nicht nur ein paar irgendwelche Geschenke ihr, sondern tatsächlich sie planen auch die Zukunft zusammen mit ihr. Und das ist natürlich für die Frau sehr, sehr wichtig. Ziehen Sie die Zeit nicht so stark in die Länge, geben Sie der Frau schon ein bisschen das Gefühl, es geht weiter, und damit die Frau sieht natürlich, wie es weitergeht und wie lange soll sie noch warten, zum Beispiel auf ihren nächsten Besuch, wann ist der Besuch der Frau geplant, dass sie sieht, nicht nur sie in die Ukraine fliegen wollen und die Frau wollen sie nicht einladen, dass die Frau ihre Wohnung, ihr Haus nicht sieht. Das muss auch schon sein. Und sehr wichtig, wenn die Frau sie besucht, liebe Männer in Deutschland, habe ich auch immer wieder gehört, und die Frau wohnt bei dem Mann und der Mann gibt der Frau Geld nicht. Das heißt, die Frau wohnt in der Wohnung und der sagte ihr, geh mal Brot kaufen und gib dir 2 Euro zum Beispiel dafür oder sowas. Dann würde ich schon sie bitten, tatsächlich, wenn sie wollen, dass die Frau sich wohlfühlt bei ihnen, dann würde ich schon ihnen vorschlagen, geben sie der Frau Taschengeld, dass sie mal auch sich ein bisschen mehr leisten kann und nicht nur dann irgendwie Zahnpasta kaufen kann, weil sie die gerade leere Tube gezeigt haben, sondern dass sie auch was für sie Ungeplantes kaufen kann. Ach, schauen Sie, haben wir hier so einen schönen Garten hier mit solchen Frühlingsblumen, Frühlingsbäume. Ja, die Menschen auch alle fotografieren sich. Und wir machen hier das ganze Deutschland, zeigen wir den Botanischen Garten in Kiew, meine lieben Männer. Machen wir hier alles, filmen für uns. Gut, so sind die Erwartungen bei den Frauen. Ja, machen sie das gar nicht, zeigen sie Interesse nicht, dann erzählen die Frauen Folgendes. Er lebt weiter, sein gutes Leben, sein schönes Leben. Er erzählt mir, wie gut es ihm geht, dass das alles schön und Frühling und die Blumen blühen und das ist alles so schön, Parks in Deutschland. Und die sagte, ja, wunderbar, und ich habe jetzt ein schweres Leben und ich habe keine Zeit und keine Lust für Romantik. Ich habe das Gefühl, der kommt zu mir nur wegen Spaß und ihm fehlt in seinem Leben nur noch ein bisschen Romantik und ich habe ein schweres Leben. Ich habe von einem Problem bis zum anderen zum Lösen. Ich bin alleinerziehend und sie haben gesagt, wo sind schöne Mädchen? Da hinter mir, schauen Sie. Wunderschön. Und die sagte, und ich musste das immer wieder alles lösen, alle Probleme, und er braucht nur Spaß. Deswegen, liebe Männer, denken Sie daran, dass nicht gerade Ihre Traumfrau, die so wichtig für Sie sind, den Eindruck bekommt, dass sie für Sie langweilig ist. Nee, nicht langweilig, sondern egal ist. Gleichgültig, das ist das Problem. Ja? Nicht, dass sie denkt, sie ist für sie gleichgültig. Gerade die Frau, die für sie sehr wichtig ist. Denken Sie bitte daran und arbeiten Sie dran. Wenn Sie schon die gefunden haben und Sie sind sicher. Wichtig ist Ihr Bauchgefühl. Möchten Sie sie haben, der Frau, dann denken Sie, was können Sie für sie tun? Interessieren Sie sich? Kann ich für Sie was, für dich was kaufen? Kann ich für dich was tun? Hier, geben Sie ein bisschen Geld. Du, einfach so, ohne Grund, ohne dass sie was gebeten hat, und sagen sie ihr, da vielleicht kannst du dir was kaufen. Hier, ich fahre, fliege weg, ich komme in einem Monat wieder zurück zum Beispiel, aber bis dahin hier ein bisschen Geld, kannst du dir was kaufen, was leisten. Also das wird jede Frau sehr einschätzen und besonders die Frau, die für sie wert ist. Ja, vor dem ersten Date geht es gar nicht. Nach dem ersten Date, wenn die Beziehung nicht vorgeschritten ist und sie sind nicht ein Paar und sie haben miteinander nicht geschlafen, dann würde ich das auch nicht unbedingt machen. Aber auch das Paar, wo nicht geschlafen ist, aber sie sehen, das ist meine Traumfrau, andere will ich nicht haben, dann würde ich tatsächlich auch das vielleicht schon denken, dass ich ein bisschen der Frau ein Geschenk mache und etwas investiere. Wissen Sie, ich bin jetzt gerade gekommen, ich hatte 25 Kilo Koffer voll mit Geschenken, mit allen möglichen Geschenken. Ja, ich bringe so alles Mögliche, so ein bisschen Kleidung für Frauen, ein bisschen so Unterwäsche, vielleicht Interessantes von Calvin Klein schenke ich den Frauen. Ich schenke ihnen jede Menge Kaffee und Süßigkeiten und ich werde hier ein paar Frauen treffen und ich werde ihnen solche große Pakete abgeben, weil ich das einfach tue und weil ich das mag, diese Geschenke zu geben. Und das mögen die Ukrainer. Und wenn der Mann kommt und die Frau hat ein Kind und er bringt für ihr Kind gar nichts, dann wissen sie, was die Frau macht. Und das Kind weiß
etwas von diesem Mann. Dann kauft die Frau ein bisschen was oder gibt dem Kind 50 Euro und sagt, der hat nicht geschafft, etwas zu kaufen. Die alle Laden in Deutschland sind zu, aber der hat dir 50 Euro hier gegeben für dich. Das habe ich auch schon gehört, immer wieder. Deswegen, liebe Männer, ich habe Sie, glaube ich, in diesem Video sehr gründlich informiert. Dann wissen wir jetzt alles, wie es richtig ist. Wenn nicht alles, dann schreiben Sie in den Kommentaren. Es gibt bestimmt, liebe Männer, die sagen, ja, wieder Geschenke und Geld und wer wird mir was schenken? Die Frauen, die nutzen das alles, die wollen alle hierher nur Geld und sowas. Mit der Einstellung müssen Sie wirklich in der Ukraine nicht suchen und in Russland auch nicht suchen. Sehr wahrscheinlich werden Sie nur Geld rausschmeißen und Zeit verschwenden, ihre wertvolle Zeit. Deswegen, die Frauen haben solche Erwartungen und wenn sie erfolgreich tolle Frau finden wollen und heiraten, müssen sie zuerst sie finden, die erkennen und dann in die Beziehung ein bisschen investieren und die Beziehung aufbauen und festigen. Das wünsche ich Ihnen allen, liebe Männer, und vielen Dank für Ihre wertvolle Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Tschüss!